zusammen. Ich darf mich als erstes einmal vorstellen. Ich bin die Daniela Rohr. Ich bin hauptamtlich angestellte Diplom-Sportlehrerin der Turngemeinde Mainz-Wonsenheim. Ich habe 18 Gruppen die Woche. Ich leite sehr viele Gymnastik- und Fitnessgruppen, Herzsport, aber auch Kindergruppen, Leichtathletik und Geräteturnen. Alles klar. So, wir wollen erstmal uns ein bisschen warm machen. Unsere Einheit legt heute den Schwerpunkt auf den Schulter- und auf den Nackenbereich. Wir gehen ganz locker auf der Stelle, wollen unser Kreislaufsystem ein bisschen aktivieren, lassen unsere Schulter kreisen. Nach vorne, nach oben und wichtig ist nach hinten, unten, schön tief nach unten ziehen. Wechseln unsere Richtung. Verstärken diese Übung etwas, indem wir die Arme an die Seite nehmen und ganz klein hier kreisen. Wir bleiben schön klein und wandern langsam nach vorne. Hier schön darauf achten, dass unsere Schultern ganz unten sind. Einmal die Richtung wechseln und wieder zurück zur Seite. Schön nach hinten öffnen, wichtig hier. Die Schulterblätter jetzt schon zusammenziehen. Noch einmal schön nach vorne. Schultern bleiben tief. Richtung wieder wechseln. Zur Seite zurück. Jetzt die Handflächen zur Decke zeigen lassen, die Fingerspitzen auf die Schultern, die Ellenbogen schließen, öffnen und zur Seite zurück. Locker dabei auf der Stelle weitergehen, nicht stehen bleiben. Einmal die Fingerspitzen auf den Schultern, wir kreisen vorwärts und wenn wir vorwärts kreisen, sollen sich die Ellenbogen, die Unterarme vorne berühren, schön nah zusammen. Wechseln unsere Richtung jetzt. Wir öffnen nach hinten, ziehen unsere Schulterblätter hinten zusammen, mobilisieren. Und schließen einmal vorne. Schön nah zusammen, kurz halten. Jetzt öffnen wir und ganz tief nach unten ziehen. Zieht eure Schultern noch ein bisschen tiefer. Zieht eure Ellenbogen mehr nach hinten. Und lasst dann einmal locker. Schüttelt einmal kurz, lasst eure Schultern wieder kreisen. Wir wiederholen noch einmal. Wir wechseln unsere Richtung und wir nehmen unsere Arme an die Seite, arbeiten ganz klein hier aus der Schulter und diese haben diesmal ganz kleine Bewegungen hier. Bleiben schön klein, öffnen wieder und werden jetzt einmal groß. Ein Arm geht über Kopf, einer geht hinter den Rücken. Lassen unseren Kopf schön gerade in Verlängerung der Wirbelsäule. Ziehen ein kleines bisschen mehr über die Körpermitte. Und halten an der Seite. Schön ein bisschen nachziehen. Bleibt schön gerade in eurer Aufrichtung. Wechselt eure Richtung, andere Arme so rum. Und geht zurück zur Seite. Fingerspitzen wieder auf die Schulter. Die Ellenbogen schließen, die Ellenbogen öffnen und zur Seite zurück. Schön in der Bewegung bleiben. Hier vorne die Fingerspitzen auf die Schultern. Wir kreisen wieder vorwärts, sodass die Ellenbogen und die Unterarme sich berühren. Schön vorne schließen, wechseln einmal unsere Richtung jetzt. Schön nach hinten öffnen und die Schulterblätter hinten zusammenziehen. Jetzt einmal vorne schließen, schön nah zusammen. Jetzt einmal öffnen und jetzt gehen die Ellenbogen und die Schultern schön tief nach unten. Und einmal ganz locker. Eine leichte Stellung, Hüftbreit auseinander, Knie schön gebeugt. Die Schultern, die Muskulatur ist ein bisschen aufgewärmt. Wir nehmen unsere Arme in die U-Position, das ist die U-Position. Einmal schön schließen und wieder öffnen. Schließen, ausatmen, öffnen, einatmen. Und hier wichtig, nach hinten öffnen und die Schulterblätter hinten zusammenziehen. Einmal schließen, einmal halten, schön nah zusammen. Ihr habt die Schultern tief, öffnen. Und so ein ganz kleines bisschen nach hinten, aber zieht euren Bauchnabel rein, zieht die Schulter nach unten. Einmal kurz halten, Füße bleiben stehen, wir drehen zur rechten Seite und schauen dem rechten Unterarm hinterher. Wir drehen nach vorne und einmal zur linken Seite. Und einmal wieder nach vorne und dann einmal ganz kurz runternehmen. Ihr lasst eure Arme hängen und schüttelt lockert einmal aus. Schließt eure Schultern vorne, der Kopf bleibt gerade und öffnet hier. Mit dem Schließen gehen die Schulter nach vorne und jeder will ein ganz kleines bisschen rund. Und schön. Einmal vorne schließen und die Schultern ganz nah zusammen.
Einmal öffnen und hier hinten schön öffnen. Und einmal wieder lösen, dann locker den kurz. Geht's in die gleiche Ausgangsposition. Wir wiederholen noch einmal. Hier mit dem Ausatmen schließen wir und mit dem Öffnen einatmen. Einmal öffnen, hier halten wir, auf die Zehenspitzen und einmal die Arme ein bisschen nach oben raus schieben und zurück. Nach oben raus und zurück. Auf die Zehenspitzen und ihr bleibt hier schön gerade in eurer Aufrichtung. Schön nach oben raus schieben. Müsst eure Arme nicht in die Streckung bringen. Einmal auf den Zehenspitzen bleiben und einmal kurz halten. Schulter nochmal nach unten ziehen, den Bauchnabel rein. Füße wieder absetzen und lösen und locker. Wenn wir jetzt unsere Schultern schließen, hier vorne schön mit dem Ausatmen, geht auch der Kopf tief. Wenn wir einatmen, Schulterblätter hinten zusammenziehen und den Kopf leicht in den Nacken legen, im Wechsel. Mit dem Ausatmen schließen wir. Mit dem Einatmen. Und einmal hier kurz in der Überstreckung bleiben. Und einmal vorne schließen. Und einmal ganz rund werden im oberen Bereich. Und dann rollt ihr euch schön langsam wieder auf. Seid schön gerade in eurer Aufrichtung. Die Knie bleiben leicht gebeugt. Wir sind in der gleichen Position. Wir legen unsere Arme übereinander und zwar unsere Unterarme. Schultern schön tief. Der obere Arm drückt den unteren Arm runter. Haltet eure Spannung. Zieht euren Bauchnabel nochmal rein. Kurz halten. Dann ganz langsam einmal kurz lösen. Kurz lockern und einmal abwechseln. Legen die Unterarme übereinander, der obere Arm drückt den unteren weg. Nach unten hin, Schultern schön tiefkräftig und Schultermuskulatur. Und dann einmal wieder lösen, locker, schütteln einmal ganz kurz. Wir bleiben bei der Übung noch, wir ändern sie jetzt ab, wir lassen die Handflächen zur Decke zeigen, legen die Hände übereinander und die obere Hand drückt die untere nach unten weg. Schön halten, jetzt auch der Bizeps und der Deltamuskel, Schultermuskulatur. Kurz die Spannung halten, einmal ganz kurz nach unten lösen wieder, einmal wechseln, andere Seite. Kurz gegendrücken, kurz halten und dann einmal wieder lösen, locker. Lasst eure Arme einfach hängen, wir schwingen einmal ganz locker, lockern ein bisschen den Schulterbereich und werden dann wieder kleiner, kleiner, noch ein bisschen. Und gehen dann noch einmal ganz locker auf der Stelle, damit das Kopf nicht die ganze Zeit nach unten sackt. Nehmt jetzt unsere Ellenbogen einmal an den Oberkörper ran, Knochen hoch und zurück. Es reicht, wenn die Ellenbogen auf Schulterhöhe sind. Hier einmal halten und jetzt so ein bisschen nach hinten rausschieben. Wichtig hier, ne? Schön öffnen, nach hinten arbeiten. Das ist aus der Runden, aus dem Runden, Rücken hier wegkommen. Schön nach hinten. Einmal die vierte Drehung nach oben. Jetzt geht's zurück und dann nach hinten. Vierte Drehung nach oben. Und wieder zurück. Und einmal hier halten. Stellt eure Füße kurz wieder auf. Wir drehen noch einmal zur rechten Seite und schauen der rechten Hand hinterher mit dem rechten Arm. Einmal zurück, einmal linke Seite. Füße bleiben stehen, Oberkörper dreht. Und zurück. Der rechte Arm geht nach vorne. Ihr legt eure linke Hand auf den rechten Oberarm, drückt runter und haltet. Zieht eure Schultern wieder schön tief nach oben, kräftige Schulter und Handhalt. Einmal zurück, öffnen, der linke Arm nach vorne, rechte Handbogen draufgelegt, runterdrücken, Spannung halten. Und jetzt wieder zurück und noch einmal öffnen, schiebt nochmal so ein bisschen nach. Und einmal ganz kurz hoch. Einmal jetzt ein bisschen runder werden. Lasst euren Kopf, lasst eure Schultern und ihr dürft einmal schön rumdrehen. Lasst eure Arme ganz kurz hängen. Und rollt euch schön langsam wieder auf nacheinander. Zum Schluss kommen die Schultern und als allerletztes kommt der Kopf. Bleibt schön gerade in eurer Aufrichtung, eure Knie schön gebeugt. Unsere Hände gehen jetzt einmal über Kopf und die linke Hand ist hinten. Langsam auf die Zehenspitzen gehen und die hintere Hand drückt die vordere Hand weg. Kurz halten. Kräftigung Rückenmuskulatur, Schultern nach unten ziehen. Spannung kurz halten.
Die Füße wieder absetzen, ihr nehmt eure Arme runter, ihr lockert, ihr schüttelt uns. Wir wechseln unsere Seite. Geh noch einmal über Kopf, die rechte Hand ist hinten, auf die Zehenspitzen, die Schulter nach unten. Schön gegendrücken, die Spannung halten. Dann wieder langsam die Füße absenken, wieder locker runternehmen, ihr schüttelt hier locker einmal ganz kurz. Dann drückt vorne eure Hände gegeneinander. Kräftige Brustmuskulatur. Aber wichtig bei dieser Übung, dass die Schultern schön tief bleiben. Bauchnabel reinziehen, kurz die Spannung halten. Und dann einmal wieder kurz die Spannung lösen. Nehmt eure Arme runter, lasst eure Arme ganz hoch. Wir wollen jetzt einmal noch ganz kurz zur Nackenmuskulatur, hier auch, sehr wichtig, die rechte Hand gegen die rechte Schläfe, einmal kurz gegendrücken, Schulter nach unten, wichtig ist, dass der Kopf hier schön gerade bleibt. Ganz kurz gegendrücken, kurz die Spannung halten. Jetzt langsam lösen und den Arm runternehmen. Wechseln wir einmal zur linken Seite, schön gegendrücken hier. Ihr merkt, dass wenn ihr mit der Hand dagegen, dass ihr die Muskulatur trefft. Lasst euren Kopf schön gerade, zieht die Schulter noch einmal nach unten. Und einmal ganz kurz lösen. Wichtig gerade für den Schulterbereich, immer wieder die Schultern aktiv nach unten ziehen. Ziehen wir einmal unsere Schultern hoch, atmen ein und ausatmen. Schön tief. Und wir versuchen schön tief auszuatmen und dadurch die Schultern aktiv noch ein bisschen tiefer nach unten zu ziehen. Noch einmal einatmen. Und wieder ausatmen. Ein letztes Mal. Einmal die rechte Schulter hochziehen. Dehnen einmal die Nackenmuskulatur. Einmal die rechte Schulter schön tief. Der Kopf klappt jetzt zur linken Seite. Und hier das Kinn geht ein bisschen nach vorne. Wir nicken ein bisschen ab und halten ganz kurz die Position. Und gehen dann ganz langsam wieder zur Mitte zurück. Wir ziehen einmal die linke Schulter schön hoch, schön tief und ganz langsam klappt der Kopf zur rechten Seite ab und dann nicken wir auch so ein kleines bisschen nach vorne. Und dann wieder ganz langsam zur Mitte zurück und einmal den rechten Arm zur Seite nehmen und ihn einmal schön nach vorne zur linken Seite ziehen. Jetzt ziehen wir den linken Unterarm an und schauen über die rechte Schulter nach hinten. Dehnen hier die Schultermuskulatur und den oberen Anteil unten. Lösen dann wieder locker und wechseln. Der linke Arm geht rüber bis zur rechten Seite. Der rechte Unterarm zieht ran. Wir schauen über die linke Schulter einmal nach hinten. Und einmal wieder lösen. Einmal ganz kurz geöffnet. Jetzt gehen wir ein kleines bisschen weiter auseinander. Eure Fußspitzen dürfen auch gerne nach außen fallen. Ein kleines bisschen. Wir legen unsere Hände auf die Oberschenkel. Wir haben unsere Knie schön gebeugt. Wir schauen den rechten Arm hinterher, wenn wir öffnen. Einmal öffnen, hinterher schauen. Wir gehen zurück und wechseln hier zur linken Seite. Bleiben mit dem Oberkörper hier in der Vorlage. Schauen hinterher. Einmal rechts, einmal links. Dehnen wir die Seite auf. Halten eine Seite, schauen kurz der Hand hinterher. Wechseln einmal zur anderen Seite. Und legen beide Hände hier. Noch einmal zurück. Einmal Katzenbuckel hier. Kennt ihr bestimmt. Schön rund werden und diesmal auch im Lendenwirbelbereich rund werden. Der Kopf führt immer die Bewegung an. Ist der Kopf tief, sind wir rund. Ist der Kopf oben, sind wir im Hohlkreuz hier. Wichtig, auch Wechsel hier. Wichtig für den Lendenwirbel, aber auch für den oberen Anteil. Schön im Wechsel arbeiten. Ne? Schön rund werden und ins Hohlkreuz gehen. Und dann wollen wir einmal rund bleiben. Wenn ihr rund bleibt, geht der Kopf tief, tiefer, tiefer. Schön rund, zieht mal euren Bauchnabel noch rein. Haltet kurz. Dann langsam zurück ins Hohlkreuz, hebt euren Kopf hoch. Und wenn wir jetzt wieder rund werden,
Dann lasst ihr eure Arme los. Lasst euren Kopf mal ganz kurz hängen. Der darf auch mal richtig schön hängen, schön rund. Und dann richten wir uns nicht einfach auf, sondern hier Wirbel für Wirbel rollen wir uns hoch. Unsere Arme lassen wir einfach hängen. Der Rücken, dann kommen die Schultern. Als allerletztes kommt der Kopf. Und wir sind hier schön gerade aufgerichtet. Wir lockern hier noch einmal. Lassen unsere Füße noch einmal stehen. Lassen unsere Arme hier noch einmal schwingen. Ein bisschen mobilisieren hier. Und werden dann wieder langsamer, langsamer. Das war eine kurze Einheit. Bereich Nackenmuskulatur, Schulterbereich, sehr wichtig. Und die nächsten Einheiten gehen dann auch gerne Bauch, Rumpfmuskulatur, Oberschenkel natürlich und auch Ganzkörperkraft.